Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem etwas verspäteten Video. Bin ich ganz ehrlich, tut mir leid, eigentlich sollte das schon gestern am Dienstag kommen. Wird aber wahrscheinlich erst heute am Mittwoch kommen. Beziehungsweise gestern und heute ist da ein bisschen vertauscht, bin ich ganz ehrlich, weil heute ist Dienstag. Ich werde es aber wahrscheinlich heute nicht mehr online bekommen. Deshalb ist für euch heute Mittwoch wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht. Dieses Video ist mal ein bisschen anders, ist jetzt keine Review im eigentlichen Sinne, ist auch kein Vlog im eigentlichen Sinne, sondern ich möchte einfach mal über ein paar Sachen nochmal mit euch sprechen und noch ein paar Ehrenschulden quasi einlösen. Und zwar hat der liebe Harald es ja in meinem Video erkannt, was da so als Easter Egg gemeint war. Und dementsprechend bekommt er von mir da diesen schönen Jimmy zugesendet. Und lieber Norbert, du hattest vollkommen recht, es war ein Easter Egg-mäßig jetzt nicht im eigentlichen Sinne. Und da habe ich es dir vielleicht ein bisschen schwer auch gemacht. Und dementsprechend werde ich mir für dich auch nochmal irgendwas einfallen lassen, wie ich dir auch nochmal ein bisschen was zurückgeben kann. Dafür, dass du immer in den Kommentaren so aktiv bist und auch wirklich gute und längere Kommentare zu den Videos abgibst, was ja nicht selbstverständlich ist. Trotzdem hat sich der liebe Harald ja gewünscht, dass ich dieses Set nochmal auf der Motorhaube unterschreibe. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus. Ich habe echt nicht die schönste Handschrift. Ich gebe mir aber wirklich, wirklich Mühe, dass das Ganze am Ende nicht das ganze Set zerstört. Also drückt mir jetzt bitte die Daumen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Und okay, ihr könnt Kritik gerne in den Kommentaren üben. Es ist nicht die wunderschönste Unterschrift, die ich in meinem Leben wahrscheinlich geleistet habe. Ich habe sowas aber halt auch wirklich noch nie gemacht. Ich meine, ich habe 80 Abonnenten zu dem Zeitpunkt. Da unterschreibt man jetzt nicht so oft auf Sets. Ich hoffe trotzdem, dass du dich darüber freust, Harald. Und dass es im Endeffekt für dich so etwas Kleines Besonderes ist. Weil vielleicht machen ja gerade diese nicht perfekten Dinge auch den Charme an der Sache aus. Nun ja, ich würde sagen, sei es drum, so und so wird das Set auf jeden Fall jetzt verschickt. Dafür haben wir hier diesen wunderbaren Karton. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für das Knistern von dieser Folie hier. Auf jeden Fall kommt in die Luftpolsterfolie die Anleitung mit rein und natürlich obendrauf der Jimny. Safety First kommt natürlich auch noch ein wenig Zeitung neben das Fahrzeug. Ich weiß, hochprofessionelles Verpackungsmaterial, aber wie gesagt, ich mache das nicht jeden Tag und dementsprechend wird das jetzt nochmal schön zugemacht. Die Polsterfolie wird oben drauf natürlich auch nochmal mit zugemacht. Und dann klebe ich das Ganze jetzt zu und mache nochmal das Etikett für euch fertig. So, und auf geht's zur Post. Und ja, aus gegebenem Anlass ist natürlich die Adresse hier gepixelt. Und immer schön an die Maske denken. Und wie es so muss, ein was geht. Dafür kommt etwas anderes. Und so ist es genau diesmal auch. Ein Klemmbausteinpaket mit dem Jimny habe ich weggeschafft und habe im Gegenzug von der Post direkt eins von der Bausteinecke wiederbekommen. Ich weiß jetzt tatsächlich noch gar nicht, was drin ist und ich würde sagen, wir gucken einfach mal nach. Ich habe in letzter Zeit einige Klemmbausteinsachen gekauft. Deshalb bin ich mir da jetzt nicht mal so sicher. Merke an, welch professionelles Gerät ich dafür zu verwende. Naja, egal. Ich bin ja zum Glück kein Technik-Channel. Das dürfte auch schon reichen. Machen wir es doch gleich mal zusammen auf. Wir sehen sehr viel Luftverpackung. Die Größe der Verpackung im Vergleich dazu, was eigentlich drin ist, kommt aber auch davon, dass ich hier die Option auch gebrauchte Kartons zulassen gewählt habe. Was man hier beim Set machen kann, finde ich ganz cool. Da kann man halt wirklich wählen, ob man einen Top-Karton haben will oder ob man auch mit einem gebrauchten zufrieden ist. Wird nicht so viel Pappe verschwendet. Und als erstes sehen wir hier das Lin Dino Museum. Das ist eben im Endeffekt eine ganze Reihe, wo man Dinosaurier aus Klemmbaustein baut. Finde ich ganz cool. Das Set werde ich davon auf jeden Fall mal vorstellen. Und dann haben wir noch etwas, worauf ich mich schon sehr gefreut habe, weil wir haben ja auch ein Kogo-Set schon mal auf dem Kanal gehabt. Habe ich mir von Kogo aus der Speed Crossing-Reihe. Ist so ein bisschen das Pendant zu den Lego Speed Champions gekauft. Und schau mal, wie da Kogo performt. Und sehr sympathisch finde ich, es wurden auch noch ein paar Bonbons mit reingepackt. Und ich habe ja gesagt, dass ich mich auch gerne nochmal bei Norbert K. revanchieren würde. Und ich denke, ich kann da ein kleines Angebot machen. Und zwar habe ich ja von Kogo auch schon mal dieses Luftabwehrgeschütz vorgestellt. Wenn du daran Interesse hast, schreib gerne in die Kommentare. Dann schicke ich dir das ebenfalls zu. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses kleine Real-Life-Video mal gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Review wieder. Die kommt planmäßig am Samstag. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Bellybrick.